Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal zu einer, ja, was soll ich sagen, es ist eine neue Folge von einem Spiel, das der ein oder andere von euch vielleicht kennt. Wir spielen eine Runde The Elder Scrolls Online. Wir kehren nach Tamriel zurück. Der ein oder andere von euch wird sich vielleicht erinnern, dass ich bereits schon mal ein paar Folgen gezeigt habe, aber ich dachte mir, hey gut, jetzt wo ich die in den letzten Tagen ja sehr viel Grand Theft Auto, City Skylines gespielt habe, relativ wenig Conan Exiles, weil es da im Moment nicht wirklich irgendwelche nennenswerten Neuigkeiten gibt, spiele ich mal wieder was anderes. Demnächst steht hier ein komplett neues Kapitel bei The Elder Scrolls Online ins Haus. Und zwar das Kapitel Greymoor, das uns in die alten Bereiche von Skyrim führen wird, Himmelsrand im Deutschen. Und da dachte ich, ich packe mal einfach meine Nachtklinge aus, die im Max-Level ist. Und Level, er gesagt, ja, leveln kann sie ja eigentlich nicht mehr. Sie levelt zwar noch Champion-Punkte, aber sie hat noch jede Menge offene Quests. Und da dachte ich mir, hey, spiel doch einfach mal ein bisschen und guck mal, ob so wieder dieses alte Feeling reinkommt. Und so dachte ich mir, ja, warum machst du das alleine? Nimm doch einfach deine Leute vom Kanal mit. Vielleicht haben die ja auch Interesse, zuzusehen, wie du hier ein wenig spielst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Habt ihr vom Lager gehört? Ansehen. Es gibt kein Heilmittel. Ich wusste es. Die Leitgeborenen sind dieser Tage genauso gefährlich warum wie das Warum lassen die Wachen zu, dass ihr Lager so dicht an der Siedlung ist? Mensch, was für ein nutzloser Haufen! So, ja, jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß beim Ansehen, wenn die uns nicht gerade immer dazwischen quaken würden. Hallo. So, wir befinden uns hier in dieser schönen, wunderschönen kleinen Stadt. Wie heißt sie jetzt? Wie heißt sie noch? Steht aus den Taschen der einfachen Bürger. Ja, das machen wir jetzt gleich. Naja, jedenfalls keine Ahnung, wie die Stadt hieß. Wir befinden uns auf jeden Fall im Questgebiet des Ebenherzpaktes hier in Deshan. Alle anderen habe ich soweit schon abgegessen. Und deshalb sollten wir die Stadt abriegeln. Wir können nicht zulassen, dass noch mehr Kranke nach Narsis kommen. Das klingt zwar durchaus vernünftig, alter Freund, aber wir können uns nicht von der Außenwelt abschotten. Wenn ihr euch wirklich um unser Volk sorgt, dann werdet die Narsis abschotten. Wir können kein weiteres Risiko mehr eingehen. Ruf die Wachen! Na, ich hab's geklaut. So, Ratsherr Alden. Es tut mir leid, dass ihr das miterleben musstet. Mein Freund macht sich große Sorgen um Narsis. Manchmal sogar noch größere als ich. Was kann ich für euch tun? Naja, mein Freund, mich interessieren die Gerüchte. Verschwinden in Narsis tatsächlich Leute von den Straßen? Man möchte meinen, das ganze Dorf wäre spurlos verschwunden, wenn man sich anschaut, wie sich hier alle benehmen. Leute verschwinden, aber Giron lässt seine Wachen der Sache schon nachgehen. Soweit wir wissen, sind sie geflüchtet, um der Lodos-Seuche zu entgehen. Haben die Wachen denn schon irgendwelche Fortschritte gemacht? Ich meine, das ganze Intermezzo erinnert mich ja ein bisschen so an China, wo jetzt auch sämtliche Kritiker an Covid-19 spurlos verschwinden, schon über 5000. Ist das bei euch ähnlich? Haben die Wachen denn schon irgendwas festgestellt? Nur sehr wenige. Niemand hat mit eigenen Augen gesehen, wie irgendeiner dieser Leute Narsis verlassen hat. Und wir haben nicht genug Wachen, um jeder Spur nachzugehen. Naja, guck mal, ich bin gerade quasi freiberuflich. Ne? Ich bin dazu bereit, dir in jeder Art und Weise zu helfen, wenn du nur in irgendeiner Art ein bisschen Kleingeld übrig hast. Vielleicht könnte ich ja dann helfen. Ich werbe eigentlich nie Söldner an. Was? Aber wir leben in schlimmen Zeiten. Wenn ihr beweisen könnt, dass diese Behauptungen mehr sind als von Angst geschürte Wahnvorstellungen, dann meldet euch sofort bei mir. Ihr werdet eine Belohnung erhalten. Ach, das ist aber zu gütig. Nun gut, aber worüber habt ihr und Giron denn überhaupt gestritten? Giron glaubt, wir müssten Narsis vollkommen abriegeln, um uns vor der Seuche zu schützen. Narsis ist ein Handelszentrum und derart drastische Maßnahmen sind unangebracht. Auch wenn ich zugeben muss, dass wir aufgrund der jüngsten Ereignisse nur wenige Besucher hatten. Ja, es sieht also fast aus wie in unseren Innenstädten. Und was plant ihr zu tun? Ich habe mich noch nicht entschieden. Sie meinen, ich wäre nicht forsch genug, dass meine Unentschlossenheit Narsis schaden würde. Vielleicht hat Giron recht. Ich weiß es einfach nicht.
Okay, was könnt ihr mir denn über Narsis generell sagen? Ah, Narsis, meine geliebte Stadt. Aha. In seiner Hochzeit war Narsis ein blühendes Handelszentrum. Händler von nah und fern kamen hierher, um ihre Waren anzupreisen. Mhm. Die Gewinne wuchsen und das Haus Hlalu investierte sie erneut in die Stadt. Das scheint mir aber mittlerweile alles schon so lange her. Ja gut, und wo ist der Rest eures Hauses? Ich meine, ihr lebt hier nicht gerade am Bettelstab, nicht wahr? Die meisten sind wieder im Osten und kümmern sich um die Korruption in Gramfeste. Nur wenige kommen in eine Region, die von einer Seuche heimgesucht wird. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde diesen Sturm überstehen und Narsis wieder den Ruhm verschaffen, den es verdient. Alles klar, Ratsheraldin. Dann lebt wohl und mögen die Elfe mit euch sein. Ihr seid nun aufrichtig. Juhu, das ging ja schnell. Hallo Wache, ich bin kein Dieb und Bogenschütze. Nein, keine Sorge. Ich gucke mich nur um, ob hier was zum Abgreifen ist. Sevit, dieses Gebiet ist tabu. Was? Da haben sie mich einfach raus. Okay. Gut, 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 gut. Seron, was hast du mir Schönes zu erzählen? Habt ihr meinen verdammten Lehrling gesehen? Der Junge ist heute später drin als sonst. Bei meinem Glück ist er los und hat sich die Seuche eingefangen. Durchaus möglich, aber euer Lehrling ist verschwunden. Erzählt mir mehr. Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich habe ihn die Peitsche spüren lassen, weil er unsere Lieferungen durcheinander gebracht hat. Wahrscheinlich schmollt er jetzt irgendwo. Der Junge behauptet, es wäre nicht sein Fehler gewesen, dass wir die falschen Kisten bekommen haben. Als würde ich das glauben. Er muss einfach besser aufpassen. Na du bist aber auch nicht gerade die Leuchte in Erziehung. Falsche Kisten, also erzähl mir mehr bitte. Sie sind auf der anderen Seite der Hütte aufgestapelt. Ein paar verdammte Gören haben sie nachts aufgebrochen, haben alles aus ihnen gestohlen und sind dann abgehauen. Mhm. Wenn ihr die kaputten Kisten durchwühlen wollt, könnt ihr das gerne tun. Dank dir, Schmied. Kaputte Kisten, das gucken wir uns doch mal näher an. Notiz in der zerbrochenen Kiste. Der Plan beginnt. Die enthaltene Menge der Mixtur ist nicht ausreichend, wenn sie mit Wasser verdünnt wird. Für unsere Ziele benötigen wir mehr von den Elixier. Deshalb sind mehr Kisten auf dem Weg. Bleibt wachsam und haltet Ausschau nach der nächsten Lieferung. Okay. Oh. Ihr mischt euch in Dinge ein, die euch nichts angehen. Außenseiterin. Tja, mein Freund. Deine Wache, ganz still und leis. Hallo. Lassen Sie sich nicht stören hier an dem Haus der Familie Sadri. Was wollt ihr? Ich möchte hier mit Anila sprechen. Wie kann er nur so dumm sein? Ich habe ihm gesagt, wohin die Lieferung gehen soll, aber er denkt, er weiß alles. Deshalb gerät alles durcheinander. Entschuldigt. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Ignoriert das einfach. Okay, hast du was gesagt? Was war denn jetzt nun genau mit den Lieferungen? Klär mich auf. Gar nichts. Kümmert euch nicht um mich. Ich bin hier nur eine Bedienstete. Was schert es euch überhaupt? Warum seid ihr im Hause meines Herrn? Ja, wenn du nur eine Bedienstete bist, was juckt es dich? Erzähl mir von deinem Herrn. Er ist eine bedeutende Persönlichkeit in Narsis. Ein Schriftsteller. Oh. Schreibt den ganzen Tag, schreibt die ganze Nacht. Mhm. Aber fasst ja nicht sein Tagebuch an. Er kann schrecklich böse werden. Was schreibt er denn? Irgendwie erotische Kurzgeschichten oder was? Woher soll ich das wissen? Ich fege, ich staube ab, ich lese nicht.
Der Herr würde mich niemals einen Blick in sein Tagebuch werfen lassen. Sein Zimmer oben darf niemand betreten. Ich bleibe hier unten und putze, so wie mein Herr es mir aufträgt. Du bist eine ganz liebe Mädchen, bist du. Eine ganz liebe Mädchen. Oh. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ah, Mist! Meine Hübsche, ich will dich nicht töten. Es tut mir furchtbar leid. Hättest du mich nicht angegriffen, wäre alles in Ordnung gewesen. Okay, die Wache hat's nicht mitbekommen. Angewandte Nekromantie. Kapitel 22. Vom Beschwören, Binden und Befragen der Geister von Etherius. Bisher haben wir uns mit der Wiederbelebung grober Materie zu Arbeitszwecken beschäftigt. Kapitel 16. Nun ist es an der Zeit, sich tiefgründigeren, lohnenden Themen zuzuwenden. Abgesehen von den traditionellen Komponenten eines Rituals, Kapitel 3, benötigt ihr erstens das Fell eines geschlachteten Tieres auf vorgeschriebene Weise gereinigt und getrocknet. Zweitens eine kleine Menge getrockneter Nachtschatten, zerkleinert mit einem Stössel aus reinem Elfenbein. Drittens eine Animus-Geode aus dem gepeinigten Geist eines Menschen oder mehr enthält. Oh. Bereitet eine kreisförmige Ritualstellende. Okay, die Wache ist weg. So. Wer es lesen will, kann Pause drücken. Jetzt aber. Das musste die sich auch einfach umdrehen, die Arme. Dabei wollte ich sie doch noch beklauen. Aber jetzt ist sie tot. Keine Wache in Sicht. So, das Zimmer des Herrn ist ja hier oben. Sehr schön. Es tut mir schrecklich leid. Du bist mir gerade unglaublich im Weg. Tag 26. Die Seuche breitet sich langsam vom gesperrten Serg aus und zieht über die Scharen wie schwarzer Regen. Das wird Vox gefallen. Viele sind von Nasis nach Gramfeste gezogen. Die wiegen sich dort in Sicherheit, aber sie können die bevorstehende Abrechnung nicht entfliehen. Tag 32. Die Substanz ist nicht stark genug, wenn man sie mit Wasser mischt. Die Lösung wird verdünnt und dadurch beinahe unwirksam. Brunnen scheiden also völlig aus. Solange wir keine stärkere Version herstellen können, müssen wir andere Möglichkeiten suchen, die Seuche zu verbreiten. Tag 42. Wir haben herausgefunden, wie man die Seuche verbreitet. Wenn man die Substanz einer Leiche injiziert und sie verwesen lässt, verstärkt sich die Seuche um das Zehnfache. Es muss am Blut der Toten liegen. Wir benötigen mehr Leichen. Glücklicherweise gibt es in Nasis reichlich davon. Okay. Ich bin aber schnell wieder aufrichtig geworden. Das erstaunt mich. Was ist? Nix, ich lese nur die Grundlagen der Alchemie. Orani, Sadri, ist alles klar bei dir? Die Wache noch da? Guckt sie noch in meine Nähe? Ja. Aber sie ist weit genug weg. Eine Gelehrte. Ich danke Ihnen sehr für die milde Gabe. Und Ihnen auch, meine Dame. Ja, einmal Dieb, immer Dieb. I'm a thief. Sumi Halulu.
Das war gar keine... Sieht doch aus wie eine Dame. Ja, war auch eine Dame. Warum hat die da eine männliche Stimme gehabt? Oh. Das passiert mir ganz, ganz selten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Freunde, und hier werden wir auch einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug gefallen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter daddeln, höchstwahrscheinlich in einer nächsten Folge mit euch zusammen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch weiterhin meinem Kanal treu bleiben würdet. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr ein wenig Werbung für mich halten würdet. Also empfehlt mich euren Freunden, eurer Familie, alle, die gerne Computerspiele spielen. Egal, ob es Conan Exiles ist oder ob es Grand Theft Auto oder City Skylines oder in diesem Fall The Elder Scrolls Online ist. Empfehlt mich weiter und natürlich lasst einen Kommentar oder auch ein Like unter diesem Video da. Ansonsten haltet die Ohren steif, selbst in dieser schweren Corona-Zeit, die wir gerade alle durchmachen. Corona! Oho. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.